Willkommen zum Schlagabtausch, eurem Schlagzeugmagazin im Podcast-Format. In dieser Folge steigt uns so einiges über unsere Köpfe. Los geht's. Ihr hört Schlagabtausch, der Podcast für alle Schlagzeugbegeisterten. Wir sind Dirk Brandt und Timo Ickenroth. Mit Tipps und Hacks und dem Allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene. Viel Spaß beim Hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch sehr herzlich zur 97. Ausgabe des Schlagabtauschs mit mir, Timo Ickenroth, und meinem lieben Freund Dirk Brandt, der heute etwas verwirrt ist, denn er kommt mit seinem Monitor nicht zurecht und ist dann immer gucken, wo bin ich jetzt hier, was ist denn da los, hä, wo bin ich denn jetzt und keine Ahnung. Also es war schon sehr amüsant heute, die ersten 15 Minuten, die wir hier uns vor dem Podcast unterhalten haben. Aber ich sag mal, hi Dirk, ich hoffe, du bist jetzt nicht mehr ganz so verwirrt. Ich meine, wir kennen dich ja eigentlich auch nur verwirrt, aber du hast das Ganze nochmal quasi potenziert heute Morgen. Vorsicht, boah, ganz heiß. Schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, ich darf euch aus dem schönen westfälischen Oelde, wie der Timo schon sagte, boah, verwirrt, ey, scheiße jetzt. Oder liegt's am Alter? Ja, genau, auf diese Spitze habe ich nämlich gerade gewartet. Das war eine Vorlage, die musste ich nehmen. Ja, ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich dachte, das spielst du eigentlich die ganze Zeit schon drauf an. Mein Monitor, ich habe so extra so einen riesigen, tollen Monitor, bringt nur gar nichts, wenn er irgendwie nie angeht, ne? Naja, da ist alles hier auf dem Laptop, Bullshit geht, aber. Also wenn du in deine Arbeitszimmer kommst, du siehst einen riesen Monitor und denkst, boah, fett, der Typ hat's echt drauf, der muss auch Knete verdienen ohne Ende. Und dann funktioniert er gar nicht, nur eine Attrappe. So aller Marshall-Amps, die dann auf so riesen Bühnen stehen, weißt du, die auch Attrappen sind in der Regel, wenn du so 300 Meter Marshall-Amps da stehen hast. Ey, vielleicht ist genau das auch der Grund, dass das ist eine Attrappe, deshalb war der so günstig. Ach, du hast bei eBay geschossen? Ne, bei gut und günstig. Nein, auch. Temu? Scheiße, ne. Shein? Nee, auch nicht. Oh. Ja, das sind alles so Sachen. Ich so oder so, da, ja. Oh, das, ja, dann machen wir jetzt ein Fass ohne Boden auf. Das ist richtig. So darüber. Deswegen, ja, bevor, genau, Rundown. Unser Rundown. Wir haben eine Ankündigung für euch. Wir haben heute einen Wiederholungstäter bei uns zu Gast, nämlich den Harry Schubauer, der bereits in Folge 87 von Federn und Potis berichtet hat. Der Dirk hat im Test eine Fame Copper Snare Drum. Wir haben ein bisschen Hörerfeedback von euch bekommen und wie üblich haben wir die Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Jetzt habe ich so schön den Rundown hier runtergerattert, aber Dirk, du warst auf Tour, du bist ja nicht auf irgendeiner Tour, sondern du bist auf einer Access-Tour und das ist ja auch eine, glaube ich, mehr oder weniger besondere Tour für euch, denn ein neues Album ist draußen. Genau. Und wie läuft denn die Tour so? Tour ist super, wir sind echt wirklich sehr dankbar, dass so viele Fans gekommen sind. Wir haben in München, gibt es ein großes Konzertkomplexgebäude, sag ich mal, mit drei Konzertsälen. Und normalerweise sind wir immer in dem mittleren mit Access. Das sind so 700, denke ich mal, 600, 700, 8. Und wir waren in dem ganz großen, weil da gab es irgendwie mit Symphony X und Stoneman gab es irgendwelche Überschneidungen. Und da haben die uns in den ganz großen gepackt. Wir waren Freedom Call unterwegs. Grüße an die Jungs da draußen und an den Dario, den Trommler. Und wir waren im ganz Großen und ich hatte echt ein bisschen Befürchtung, boah, kriegen wir das Riesending gut voll, dass es auch gut aussieht, weil wenn in so einer, ja, über 1000er, 1200, 1300, 300, vielleicht passen noch 1500 rein, weiß ich nicht, das sieht dann komisch aus, wenn da nur 500 Mannequins vor der Bühne stehen, also selbst wenn es viel ist schon heutzutage. Und das ist echt, das war ein super Package und es war halt so, dass wir uns mit denen, einmal haben wir eine quasi, sind wir angefangen, einmal sind die angefangen, wir haben uns immer gewechselt und hab dann auf dem Schlagzeug von dem Dario gespielt und da auch einmal lieben Dank, dass ich das durfte, ich habe auch nichts kaputt gemacht, auch schon mal ganz gut bei mir immer.
Und da war eine witzige Sache. Ich habe dann bei Access auch so ein Drum-Solo und da hieß es dann auf einmal, im Moment ist ja NFL, American Football, so sehr in. Auch in München gibt es eine Truppe, die heißt, weiß ich gar nicht, wie die heißen. Oh Gott, alle NFLer der deutschen League werden mich jetzt wahrscheinlich so. Auf jeden Fall, die hatten ein Maskottchen, Dave the Rave. Und es hieß dann, dass Dave the Rave, dieses Maskottchen, während meines Schlagzeugsolos auf die Bühne kommt. Und dann bin ich in, dann würde ich in We Will Rock You reingehen. Dum, dum, batsch. Dum, dum, batsch. Und das Maskottchen kommt auf die Bühne. Und unser Bassist sagt das Maskottchen an, das würde dann weiter zum nächsten Song tanzen und so weiter und so fort. So, ich mache mein Schlagzeugsolo, alles gut gelungen. Ja, doch, war ganz okay. Ich hätte schlimmer, ja, ich hätte schlimmer spielen können. Auf jeden Fall war das ganz okay. Und dann kommt, ja, dann fange ich halt We Will Rock You. Und für mich gefühlt auf der Bühne hat dieses We Will Rock You bis. Weil keiner, weil das Maskottchen nicht gekommen ist. Kennst du das? Du wartest, dumm, dumm, backst, boah, jetzt wird aber langsam ein bisschen langweilig. Oder die Leute denken, jetzt weiß er gar nicht mehr, was er trommeln soll. Ne? Das fand ich so einen interessanten Moment, irgendwie nach Gefühl. Ja, ich hab's dann irgendwann aufgehört, weil ich keinen Bock mehr hatte. Und dann kam das Maskottchen. Weil das Maskottchen dachte, ich hör auf. Also das fand ich echt so ein bisschen, ja, das fand ich sehr amüsant. Sehr, sehr cool. Wie viele Dates habt ihr jetzt noch anstehen? Wo seid ihr demnächst? Wir haben jetzt eine Woche off und wir sind nächste Woche sind wir quasi wieder unterwegs und ich könnte, das ist dann erstmal so anderthalb Wochen wieder und dann ist wieder eine kleine Pause, dann kommt nochmal eine Rutsche und dann geht's im Januar auch wieder weiter. Also es sind noch so drei Wochen, aber die sind ein bisschen zerstückelt. Das heißt, wer den Dirk noch sehen möchte, der hat noch die Gelegenheit, schaut mal bei Access auf die Homepage, da stehen die Tourdates ja sehr wahrscheinlich und den Link findet ihr auch in den Shownotes. Wo wir gerade bei Veranstaltungen sind, vom 20. bis 22. September, also jetzt auch etwas kurzfristig vielleicht, findet in der Südstadt von Köln das 5. Kölner Percussion Festival in der Domstadt am Rhein statt. Hier treffen internationale Meister ihres Fachs aus Ländern wie Italien, Indien, Iran und Tadschikistan aufeinander, um ihr Wissen und ihre Kunst in Workshops und Konzerten zu teilen. Egal ob Anfängerin oder Anfänger oder Fortgeschrittene, von Tombak, Deura, Cajon, Rahmentrommeln und mehr, für jeden ist etwas dabei. Leihinstrumente stehen bereit und nach den Workshops wartet ein Konzertabend mit virtuosen Darbietungen. Alle wichtigen Links dazu in den Shownotes. Wie ihr hoffentlich schon wisst, findet ja auch unser zweites Schlagabtausch-Drumcamp vom 12. bis 13. Oktober 2024 statt. Und so langsam sind auch die Themen, die wir bearbeiten werden, so, sie kristallisieren sich heraus und wir haben noch zwei Plätze frei. Wenn ihr an Themen interessiert seid, wie Feel, zum Beispiel Laid-Back-Feel, On-Top, Upfront, In-Between, Swag-Grooves, Morph-Rhythm und damit einhergehend auch so ein bisschen in die Quintolen, Septolen-Ecke, Rhythmik und so weiter und so fort. Und für alle Drummer und Drummerinnen, sage ich jetzt mal, total wichtig. Drummerinnen. You know what I mean. It's awesome, awesome. Ist live einzählen, also eine Band einzählen. Wie mache ich das eigentlich richtig? Ich meine, das klingt jetzt total doof, aber da scheitern ja schon einige dran. Ganz viele, ja. Und das wird wahrscheinlich ich glaube, live einzählen wird so ein 2-Stunden-Workshop werden, Dirk, oder was meinst du? Da wären wir ordentlich. Also alle Aspekte des Live-Einzählens auf jeden Fall besprechen. Aber ganz ehrlich, ich finde, das ist wirklich für viele tatsächlich ein Thema, mit dem ich echt nicht auch bei erfahrenen Trommlern, das ist echt sehr witzig. Sollen wir kurz was vorweggreifen? Wenn du einzählst, bist du eher der einzählt 1, 2, 3, vor der Zählung 1, 2, 3, 4 oder 1, 2, 3, 4. Welcher Typ bist du? Welcher Sprachtyp? Bist du International Typ? Ich glaube, du bist der International Typ. Ich bin der International, aber manchmal auch der Denglisch Typ. Ja, manchmal vermische ich das auch irgendwie an. Und den besten Einzelnen war 1, 2, you know what to do. Das habe ich von Steve Houghton übernommen. Ja, das wird super funktionieren, glaube ich. Oder 1, 2, 3:15. Das ist auch ganz cool. Und besonders dann, also wir haben gar nicht 3:15. Sehr schön. Aber wir wollen nicht noch mehr teasern. Ihr seht, das ist ein Thema, über das wir auch Stunden sprechen können. Live einzählen.
Es wird auch noch weiter Themen gehen, wie zum Beispiel Stick Control. Von dem Buch bin ich ein Riesenfan und ich würde gerne mal den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zeigen, wie George Lone Stone Stick Control wirklich unterrichtet hat, denn da habe ich so ein paar Einblicke bekommen, Gott sei Dank. Und cool, netterweise. Oh, da bin ich selber gespannt. Also wie es in den 50er und 60er Jahren unterrichtet wurde, als das Buch quasi rausgekommen ist, 40er ist es ja, ist ja von 32, glaube ich. So, und einiges mehr. Und wenn ihr Teilnehmerin oder Teilnehmer seid, ihr habt ja die Möglichkeit, uns im Vorfeld wirklich zu sagen, was euch interessiert. Und da sind jetzt auch die Themen, die gerade genannt wurden, darauf zurückzuführen. Das heißt, wir machen dieses Drumcamp ja für euch. Klar haben wir Themen, über die wir immer sprechen können, die wir immer wichtig finden. Aber letztendlich, wir haben eine kleine Gruppe, wie gesagt, maximal 14 Leute, 2 Plätze haben wir noch frei. Und wenn ihr ein besonderes Thema habt, das euch unter den Fußnägeln brennt, dann schreibt uns das, teilt uns das mit, ruft uns an, whatever. Und dann werden wir natürlich versuchen, dieses Thema oder diese Themen in das Drumcamp zu integrieren. Ich freue mich riesig drauf. Bam. Vielleicht soll ich noch kurz erwähnen, bevor wir das Bam beendet haben, dass ihr uns dann bitte eine E-Mail schreibt an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Dort könnt ihr eure Anmeldungen erhalten. Und jetzt sag ich Bam. Wir haben, glaube ich, wenn ich mich rechnen sehe, ich meine 97 Folgen sind jetzt auch schon eine lange Zeit, aber wir haben auch eine Neuerung, wir haben zum ersten Mal einen Wiederholungstäter, ist das richtig oder hatten wir schon mal einen Wiederholungstäter oder eine Wiederholungstäterin? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wir hatten zwar den Stefan Maas, dem letzten, der auch schon mal vorher was von der Uni erzählt hat, aber wirklich einen Gesprächspartner wiederholt hatten wir bis jetzt noch nicht. Ja. Liebe Hörer und Hörer, wenn ihr da mehr wisst als wir, die Hosts, dann schreibt uns das auch natürlich gerne als Feedback, dass ihr denkt, die wissen selbst nicht mehr, was sie tun. Das stimmt, aber wir lassen es eigentlich nicht so. Absolut. Wir lassen es nicht so offen wirken. Auf jeden Fall, wir haben heute und freuen uns sehr darauf, erneut den Harry Schubauer am Start, der in der Folge 87 unseres Podcasts mit dem Titel von Federn und Potis uns nochmal berichtet hat, aus der Tontechniker-Sicht heraus, wie man ein Schlagzeug abnimmt, wie man es auch abmischt, hat so ein paar Tipps und Tricks ja schon am Start gehabt. Und wir dachten uns, das haben wir damals auch schon gesagt, das ist ja vielleicht auch eine gute Serie, wenn man einfach so verschiedene Aspekte mal immer wieder aufgreifen. Wir wollen jetzt mit dem Harry wirklich so eine kleine Schlagabtausch-Serie ins Leben rufen, wo wir immer wieder über bestimmte Themen sprechen. Und der Harry hat sich für heute das Thema ausgesucht, Overheads. Also Overhead-Mikrofonierung am Set, da sprechen wir jetzt wahrscheinlich wieder, wir wissen es ja noch nicht, weil das Gespräch findet ja erst statt, über die Platzierung, vielleicht auch über Mikrofontypen, worauf man achten sollte und eben, dass es nicht nur Overheads gibt, wo man auch Overheads halt eben auch Underheads machen könnte und so weiter und so fort. Welche Positionierung ist vielleicht für welche Situation am besten oder für welchen Sound und so weiter, aber genug geredet. Wir freuen uns sehr, dass der Harry sich wieder die Zeit für uns nimmt und würde sagen, lass uns mal in das Gespräch eintauchen. Bei uns jetzt live zugeschaltet im Podcast von Timo und mir ist der Harry Schubauer. Wir hatten Harry schon in Folge 87, das hat der Timo eben ja erklärt. Und da haben wir über Fader und Pote gesprochen. Aber es sind doch ganz, ganz viele Fragezeichen noch, wenn es darum geht, um Drummikrofonierung. Wie funktioniert so ein Mischpult eigentlich am Schlagzeug? Wie platziert man Mikrofone? Und da sind wir ganz, ganz dankbar dafür, dass der Harry sich die Zeit genommen hat und besonders der will nochmal wiederkommen, dass er sich wirklich die Zeit genommen hat und sagt, okay, lasst uns doch einfach mal um dieses Thema Mikrofonierung und Mischen am Schlagzeug doch mal eine kleine Miniserie rausmachen. Das heißt, hin und wieder wird der Harry immer wieder dazukommen. Wir werden das Ganze, wie gesagt, ich will nicht viel zu viel wegnehmen, aber man kann das später auch nochmal nachlesen oder nachhören, wie auch immer man das Ganze, wir möchten noch nicht zu viel verraten, also der Harry wird öfters da sein und heute haben wir uns das Thema Overhead-Mikrofonierung quasi vorgenommen, denn da gibt es ja auch viele Mythen, es gibt, ich werf mal einfach Begriffe, der Harry wird uns gleich ein bisschen
aufklären. Da gibt es ja, wo die Mikrofone parallel zueinander sind. Dann gibt es eine sogenannte XY-Formation der Overheads. Dann gibt es einige, die sagen, die Overheads müssen ganz nah am Becken sein. Dann hat sogar jedes Becken ein Mikrofon, gibt es. Dann gibt es aber auch die klassische Variante, so wie ich das kenne. Man hat zwei Overheads über das Schlagzeug und die nehmen also quasi alle Becken in Anführungszeichen ab. Und zu diesem Thema begrüße ich jetzt erstmal bei uns, bei Timo und mir, den Harald Harry Schubauer. Hallo Harry, schön, dass du da bist. Hi Harry. Guten Morgen Dirk und guten Morgen Timo. Ich freue mich, dass ich wieder da sein darf. Vor allem freiwillig. Der Dirk meinte eben, du kommst ja wieder. Du kommst bei Dirk und mir ist es ja nicht immer so ganz freiwillig, aber du kommst freiwillig zu uns. Ja, sogar sehr gerne freiwillig. Ich freue mich sehr, euch wieder zu sehen. Mega. Lass uns doch einmal, wir hatten ja damals schon Live und Studio, ist schon ein kleiner Unterschied. Was ist denn für dich die klassische Overhead-Platzierung bei einem Live-Gig? Ich würde gerne vorher noch eine andere Frage stellen. Okay, Timo, okay, ja. Was ist Overhead? Vielleicht mal wirklich ganz, wir fangen mal bei null an. Was ist eine Overhead-Mikrofonierung und wofür brauche ich die überhaupt? Also Overhead-Mikrofonierung sind quasi zwei Mikrofone, können auch mehr sein, die über dem Schlagzeuger hängen und das Schlagzeug quasi von oben abnehmen oder die Soundquelle. Es muss ja kein Schlagzeug sein, es könnte ja zum Beispiel auch ein Klavier oder ein Flügel sein, der wird ja auch sozusagen mit Overheads aufgenommen, um einen Gesamteindruck des Instruments zu erreichen. Das ist eigentlich mal so die Hauptaufgabe von einer Overhead-Mikrofonierung. Das heißt, ganz klar, es geht nicht nur um bei Schlagzeug, wir reden ja jetzt gerade von Schlagzeug und Schlagzeug, es geht dann beim Schlagzeug nicht nur um die Becken bei den Overheads, sondern ganz wichtig, es geht darum, den Gesamtsound des Sets mit diesen Overheads einzufangen. So als hättest du zwei Ohren halt, ne, wie ein Mensch halt mit zwei Ohren. Und dass man da einfach diesen Gesamtklangkörper mit abgebildet bekommt. Ja, genau. Wenn man mit zwei Overheads nur arbeiten möchte, wäre das Ziel, dass man wirklich das gesamte Schlagzeug, alle Trommeln, alle Becken möglichst ausgewogen mit zwei Mikrofonen abnimmt. Gut, und jetzt, Dirk, machst du weiter. Okay. Da gibt es ja jetzt verschiedene Arten und Weisen. Ich habe ja gerade schon gesagt, fang doch mal so an. Was ist für dich eine klassische Overhead-Mikrofonierung? Und bitte auch noch, warum verwendet man, wir hatten beim letzten Mal schon Kondensator, dynamisches Mikrofon, warum verwendet man bei der Overhead-Mikrofonierung in den meisten Fällen, so wie ich es kenne, aber stimmt auch nicht immer, Kondensatormikrofon? Also die wahrscheinlich weit verbreitetste Anordnung ist AB. Ich habe quasi ein Mikrofon links und ein Mikrofon rechts, wenn ich jetzt von vorne auf dem Schlagzeug stehe. Und das eine nimmt die linke Seite und das andere nimmt die rechte Seite vom Schlagzeug auf. Und das wäre quasi AB. Also ich habe zwei Punkte, an denen ich das Schlagzeug abnehme. Das ist mal das Gängigste, das funktioniert meistens live, sieht man das. Im Studio sieht man das. Und Kondensatormikrofone werden meistens deswegen verwendet, weil sie einfach die besseren Höhen abbilden können. Das heißt also die feinen Obertöne von unseren Becken, gerade wenn du Ride spielst, gerade im Swing, ist es ja ganz wichtig, dass man einen guten Ride-Sound durchsetzungsbar oder fähig auch bekommt. Hinzu kommt auch noch, dass die Hi-Hat ganz gut abgenommen wird von oben, um die feinen Höhen der Hi-Hat mitzukriegen. Der Teppich ist nicht ganz unentscheidend von der Snare, dass diese Höhen vom Teppich der Snare auch noch mit abgenommen werden. Und deswegen nimmt man einfach Kleinkondensator oder Kondensatormikrofone, die einfach diese Höhen abbilden können im Vergleich zum Beispiel zu einem dynamischen Mikrofon, das einfach nicht so eine gute Höhenauflösung hat. Und ein Kondensator ist natürlich auch empfindlicher. Ja. Daher nimmt es auch besser diese ganzen, sag ich mal, zizzeligen, weichen Höhen auf. Und die Unterscheidung, ob man lieber einen kleinen Kondensator nimmt oder einen Großkondensator, das ist tatsächlich auch ein bisschen Geschmackssache. Für meinen Geschmack bzw. für mein Empfinden ist es bei Kleinkondensatoren, die klingen ein bisschen härter oder auch vielleicht ein bisschen gerichteter. Und so ein Overhead-Mikrofon, also ein Großmembran-Mikrofon, klingt eher ein bisschen weicher. Das wäre jetzt so mal mein, warum nehme ich das eine oder das andere? Will ich es eher so ein bisschen härter oder punktierter haben, dann würde ich eher mit so
Pencil-Mikrofone nennt man die ja auch, einfach arbeiten, die auch schon wie ein Stift oder ein klassisches Großmembran-Kondensator-Mikrofon für weicheren Sound. Du hast gerade zwei Sachen schon gesagt. Du hast einerseits gerichtet gesagt, das andere Wort fällt mir gerade nicht mehr, oder gepointet hast du, glaube ich, auch noch gesagt. Das heißt, gepointet oder gerichtet bedeutet, du hast wirklich mehr den Fokus auf eine Quelle, während das Großmembran, nur so ein bisschen zum Verständnis, Großmembran einfach mehr abbildet. Und das kleine Pencil-Mikrofon, wie du es genannt hast, ist dann wirklich mehr auf eine Quelle. Stimmt zwar nicht ganz so, aber... Ja, der Aufnahmebereich ist vielleicht etwas eingeschränkter, einfach aufgrund der Membran ein klein wenig. So könnte man das vielleicht sich vorstellen. Aber wie du schon richtig sagst, das ist die einfache Erklärung, warum das eine oder das andere. Aber natürlich ist es jetzt nicht so, wenn ich ein Overhead nur auf einen Crash richte, dass nur dieses Crash aufgenommen wird. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern wir haben ja trotzdem den Aufnahmebereich von diesem Mikrofon. Das nimmt dann das China zum Beispiel links daneben mit oder das Right ist rechts daneben oder auch die Tom oder so. Aber natürlich ist es schon so, es nimmt die Quelle am lautesten auf, der es am nächsten steht. Dazu habe ich jetzt auch eine Frage. Wir haben ja eben schon gesagt, Studio und Live sind unterschiedliche Sachen. Hast du jetzt da schon Unterscheidung zwischen kleinen und groß Kondensatormikrofon im Studio vielleicht eher gerichteter und live vielleicht ein bisschen breiter oder live genau umgekehrt, damit du nicht so viele störende Geräusche von, was weiß ich, Bassamp noch mitbekommst oder Gitarre? Also pauschal ist das, glaube ich, über sowas würde ich das nicht entscheiden. Ich würde entscheiden, was möchte ich von Sound beziehungsweise welche Art von Musik nehme ich auf. Wenn ich zum Beispiel eine Musik aufnehme, die, ich sag mal, natürlich klingen soll. Ich sage jetzt einfach mal eine Jazzband, ein Jazz-Trio. Das soll ja möglichst original sein. Oder vielleicht sogar ein Orchester, das auch eher einen natürlichen Klang. Dann würde ich mich eher für Großmembran entscheiden. Und wenn ich etwas härtere oder produziertere Musik, nenne ich es mal so, dann würde ich mich eher für Kleinmembran entscheiden. Und live entscheide ich mich eigentlich, wenn ich es entscheiden darf, auch immer für Kleinmembran. Einfach wegen dem Platz, auch wegen dem doch vielleicht Übersprechen. Und noch eine Frage zu der AB-Position. Ich meine, da gibt es natürlich auch hunderte, wahrscheinlich oder tausende Varianten. Aber nehmen wir an, du hättest jetzt, weil ich meine, die meisten von unseren Hörerinnen und Hörern haben wahrscheinlich ein Standardset zu Hause und nicht wie der Dirk seine Riesenschießbude bei Axis. Nehmen wir an, du hast also einfach, sag mal, ein Four-Piece-Drum-Kit mit einem Standard-Beckensatz und du willst jetzt live raus mal mit deiner Band. Du hast auch keinen Mischer, du musst es selbst machen. Die erste Frage ist, wo platzierst du A und B? Das heißt, ist an A genau über der Snare oder ein bisschen weiter Richtung Hi-Hat und du hast B dann zum Beispiel weiter Richtung Reitbecken? Also wie ist die Ausrichtung diesbezüglich? Und dann auch eine wichtige Frage, wo ich mir auch eigentlich nie sicher bin, wie hoch mache ich das denn eigentlich? Hängt das von der Location ab oder ist das auch ein Standardwert, den man einhalten sollte? Also zum Ersten, wo positioniere ich's? Ich mach's immer über die Becken. Und zwar, ich schaue immer, wenn ich Tontechniker bin, immer von meinem Punkt aus. Das heißt, auf meiner linken Seite befindet sich das Right bei einem rechtshändigen Schlagzeuger und auf der linken Seite zum Beispiel das Crash. Und dann würde ich auf jeden Fall das A, also von mir aus links, über das Right positionieren und B über das Crash. Was ich immer mache, ist, dass ich versuche, die Mikrofone in der Mitte, also Richtung Kuppe, auszurichten. Denn wenn man sie zu sehr am Rand eines Beckens anordnet und das Becken dann durch den Schlag ja wackelt, dann kann passieren, dass das Becken sich aus dem Aufnahmebereich bewegt und wieder rein und wieder raus. Und dann hat man so ganz komischen Sound. Und das ist ja genau das, was man nicht will. Das ist so ein typisches Phasenproblem, ja, oder so ein Choruseffekt. Und das will man ja auf gar keinen Fall bei Becken. Drum würde ich immer in die Mitte gehen, dann kann das Becken so viel wackeln, wie es will. Das wird immer im Aufnahmebereich von diesem Mikrofon sein. Und zu der Ausrichtung. Es gibt tatsächlich eine ganz einfache Faustregel, um auch die Phasenprobleme der Mikrofone zueinander auszuschließen. Und zwar ist es, der Amerikaner sagt 3 feet, 1 feet. Dazu. Und zwar, du hast quasi die beiden Mikrofone 3 Fuß auseinander und jedes Mikrofon ist 1 Fuß von der Soundquelle entfernt. Das ist mal so als Faustregel. Jetzt kann man das natürlich umrechnen, wenn man das möchte. Aber das ist so, wenn du dich ungefähr daran hältst, stellst du es hin, dann ist erstmal alles fein.
Und dann kannst du immer noch feinjustieren, wenn du mal einen, was weiß ich, sag mal, einen Test, Aufnahme gemacht hast oder so, dann kannst du das immer noch feinjustieren. Aber das wäre mal so, stellst so hin, dann hast du keine Issues und hast schon mal eine gute Standardposition. So. Super. Das AB wäre auch jetzt erstmal deine Empfehlung von der Positionierung her für jemanden, der jetzt nicht wirklich tief in der Welt der Tontechnik zu Hause ist, oder? Ja, es ist das Einfachste. Es ist wirklich das Einfachste. Was ich zum Beispiel mache, ich habe einen Stick, meistens habe ich halt, spiele ich 5A oder 5A XL zum Beispiel, wenn ich also ein bisschen was Längeres spiele. Und den stecke ich einfach tatsächlich oben auf die Schraube in der Mitte und oben am Kopf mache ich das Mikrofon. Und das ist mal so mein Standard. Oder mein Beginnpunkt sozusagen, wo ich mal, und dann höre ich mir das mal an. Es ist einfach so, je weiter du weggehst, desto mehr Raumanteil nimmst du auf. Und das ist die Frage, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Und so ist es ja letztendlich bei einer, ich sage jetzt mal, Trommel ja auch, gehe ich weiter von der Snare weg, vom Schlagfell, wird sie räumlicher klingen, gehe ich näher hin, wird sie nicht so räumlich klingen. Und AB ist halt auch noch dazu prädestiniert, ein bisschen räumlich mit einzufangen, aufgrund einfach dieser Anordnung. Die nimmt einfach Raum auf. Und dann kannst du dich halt spielen. Ich würde immer versuchen, mit dem Raum zu spielen. Im Sinne, möchte ich diesen Raum hören? Ist es ein super Raum? Dann ist es, macht es durchaus Sinn, den mal mit aufzunehmen. Wenn das aber so, ich sage jetzt mal, das typische Jutz ist mit irgendwie Noppenschaumstoff oder vielleicht nicht die beste Raumakustik herrscht in dem Jutz, dann würde ich wahrscheinlich eher relativ nah rangehen, dass ich wirklich diesen Raum, der mir vielleicht ja auch meinen schönen Beckenklang irgendwie mit verwaschelt, nicht mit aufnehmen. So. Ja, leuchtet mir sehr ein. Wenn du das Schlagzeug ausrichtest oder mischt, sage ich mal, fängst du dann eigentlich, schiebst du erst die Overheads hoch und dann den Rest dazu, weil die Overheads bilden ja schon eigentlich das komplette Setup. Und das, also nicht, dass du jetzt, sondern das heißt, wenn die Overhead schon mal eine gute Balance, es riecht ganz wichtig, es richtet sich natürlich auch darauf an, wie kontrolliert der Schlagzeuger spielt. Wenn der Schlagzeuger jetzt die Snare prügelt, die Bassdrum nicht reintritt und die Toms streichelt, dann, ich glaube, dann wird es schwierig. Aber gehen wir mal davon aus, dass jemand das sehr unter Kontrolle hat, ist dann tatsächlich, wo du sagst, okay, ich schiebe erst die Overheads ein bisschen hoch und guck dann, wie ich das Schlagzeug anpasse oder wie. Also das würde ich auch von der Musikrichtung abhängig machen, tatsächlich. Wenn ich, also jetzt sage ich, bleibe ich mal bei dem kleinen Jazz-Gig, ja, oder sagen wir mal, vielleicht auch du mit Gregor Hilden zum Beispiel spielst. Und ich würde euch mischen, dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich erstmal anfangen, deinen Sound über die Overheads zu generieren. Ja, wie klingt das, wie verhält sich das? Das soll ja doch irgendwie natürlich und es klingt ja immer noch nach einem, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne, akustischen Trio. Und genau, dann würde ich mich entscheiden, hier drin könnte die Bassdrum vielleicht ein bisschen mehr Schub brauchen. Bei manchen Grooves, wenn du irgendwie so funky ein bisschen spielst, dann würde ich die Bassdrum dazu schieben. Wenn ich aber das Gefühl habe, zum Beispiel, der Raum ist eh schon relativ knallig und der Schlagzeuger spielt auch eine knallige Snare oder hat eine knallige Snare dabei zum Beispiel, dann würde ich die wahrscheinlich gar nicht dazu schieben. Ja, ich würde sie vielleicht mit abnehmen. Ah, okay. Das kann schon sein, so lieber haben als brauchen, so nach der Fraktion. Aber ich würde mich immer entscheiden, brauche ich es nicht? Wie verhält sich es im ganzen Gesamtgefüge, wenn der Gitarrist mal sein Amp aufdreht oder so? Oder wie ist der Raum? Bei mir gilt schon eher, je kleiner der Raum, desto weniger Mikrofone werde ich wahrscheinlich verwenden müssen einfach. Ja, das wissen wir selber, wenn wir mal ordentlich in das Näher in einem 50, ich sage jetzt mal, du spielst in einem Club, wo 50 Leute reingehen und ich mache einen Rimshot, dann brauche ich sicher alles, bloß kein Snare-Mikrofon. So, also das muss man, glaube ich, immer von der Venue auch abhängig machen und natürlich wirklich für mich auch von der Stilistik oder von dem Sound, den die Band oder den ich einfach haben will. Wenn ich jetzt eine Metal-Band machen will, da werde ich mir schwer tun mit zwei Overheads. Aber um vielleicht noch eingangs an die Frage einzugehen, ich mache das schon. Wenn ich jetzt zum Beispiel reden wir mal aus unserer Tour mit Subsignal, war das tatsächlich so, als ich den Groove oder dich den Groove spielen lassen habe, war das Erste, was ich gemacht habe, war die Overheads offen, um mir die Becken, weil für mich war wichtig, dass ich einen guten Beckensound hatte. Und den habe ich mir erstmal gepegelt und habe mal geschaut, wie laut ist denn die Snare. Und dann habe ich mir erstmal die Overheads vielleicht auch ein kleines bisschen bearbeitet. So, und als das war, habe ich dann meine Bassdrum aufgemacht, meine Snare Drum aufgemacht und habe das dann immer Venue-mäßig sozusagen dazu geschoben. Brauche ich es nicht? Brauche ich es sehr laut? Brauche ich es nicht so laut? Zum Beispiel, was weiß ich, der in Holland, der Club, da habe ich alles ziemlich offen gehabt, ja, weil das so ein großer Club war mit einer schönen PA. Hingegen in
Bremen, wo wir ganz zum Schluss waren, habe ich die Snare relativ leise gehabt. Ja, weil sie einfach innerhalb dieses Raumes schon sich super durchgesetzt haben. Die habe ich nur quasi ein bisschen gestützt, sozusagen. Und ich habe mir halt dann zum Beispiel dann von dem Mikrofon den Bauch der Snare ein bisschen dazu geschoben, dass man ein bisschen so diesen Punch einfach noch ein bisschen hatte. Und so mache ich das abhängig davon. Aber live benutze ich fast immer AB-Mikrofonierung. Und ich mache es auch immer von oben, selten von unten. Das von unten, weil du das auch vorher angesprochen hast, es hat oft einen, wie soll ich sagen, einen ästhetischen Stil, dass man halt es nicht will, dass da zwei Mikrofone im Bild für Videoproduktion oder sowas. Und letztendlich sind die dann halt auch nur für die Becken. Also man muss dann schon auch klar sein, wenn ich es von unten abnehme, dann ist das eher ein Direktmikrofon, nenne ich es jetzt mal. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist der Unterschied, da müssen wir gleich nochmal kurz drauf kommen. Direktmikrofonierung bedeutet, dass das Pencil-Mikrofon, nennen wir es mal ruhig so, das macht es eigentlich sehr klar deutlich, dass man sehr, zum Beispiel beim Metal-Festival sehe ich das sehr häufig, und zwar jetzt gar nicht mal als Overhead, sondern speziell Reitbecken und Hi-Hat, dass man die Hi-Hat von unten abnimmt und das Reitbecken auch, damit man da sagt, okay, dann habe ich einerseits die Overheads oben, kann aber pointierter, wie du es eben auch schon sagst, also wirklich zielgerichtet das Reit oder die Hi-Hat noch dazu. Und das ist natürlich so, wenn du es von unten zum Beispiel aufnimmst, dann nimmst du eher auch diesen Body. Jedes Becken hat ja ein Body. Es besteht ja nicht nur auf Obertönen, sondern es hat ja auch irgendwo eine Center-Frequenz oder eine Body-Frequenz, wie Trommeln ja auch. Und das kann ich dann dazu schieben, dass plötzlich meine Hi-Hat auch ein bisschen voller klingt und nicht nur die ganze Zeit macht, sondern ich habe dann plötzlich eben so ein, wo du sagst, das ist irgendwie coole Obertöne und trotzdem auch noch ein bisschen durchsetzungsfähig in den Mitten zum Beispiel. Gerade bei Gitarren ist das ja nicht ganz unwichtig, wenn ich in einer Metal-Band spiele, muss ja manches sich auch gegen Gitarrenwände, muss man ja einfach so sagen, auch durchsetzen. Ja, ja, klar. Und deswegen, ich finde es auch leichter dann von unten diese, wenn ich sie von unten abnehme, dazu zu schieben zu den Overheads. Ganz wichtig, das heißt, nur fürs Verständnis, wenn du Becken von unten abnimmst, hat das nicht die Funktion eines regulären Overhead-Mikrofons, sondern wir sind eigentlich bei Direct Mics, wie bei Toms und Snare und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, eigentlich wieder ein ganz anderes Thema, was wir quasi dann auch mit Underheads, wie ich sie jetzt mal nenne. Ja, die heißen offiziell auch so. Underhead-Mics, die heißen ja auch so, ne? Dass wir das quasi jetzt mal außen vor lassen können. Ja. Ne? Das heißt, wir bleiben bei AB, weil da habe ich noch eine Frage. Du hast ja eben gesagt, du bearbeitest so leicht nach. Wir haben unserem ersten Podcast, den wir hatten, hast du gesagt, ich mache immer einen Low-Cut rein und so weiter und so fort, ich benutze dies und jenes. Das heißt, wenn du jetzt einen Overhead hast, AB, du hast die Ausrichtung gefunden, was bearbeitest du? Das heißt, welche Effekte außer Equalizer, wenn du überhaupt nimmst, du noch mit rein? Das hängt wahrscheinlich auch von der Venue ab, schätze ich mal, es sind immer viele Faktoren, aber sagen wir mal so, wie gesagt, wir versuchen ja das nach Möglichkeit etwas zu pauschalisieren. Das heißt, welche Effekte sind dir noch wichtig dann dabei oder welche sagst du, die braucht man sowieso nie im Leben? Ich versuche das ja wirklich immer keep it simple zu machen, weil je mehr Möglichkeit man hat, desto mehr kann man auch in Urwald fahren, sage ich mal, gerade wenn man vielleicht am Anfang seiner Karriere steht. Also EQ ist klar und was ich immer mir hinten dran schalte, ob ich den benutze oder nicht, ist ein Kompressor. So, that's it. Und ansonsten nehme ich nichts für Overheads. Und bei dem EQ ist es ganz einfach auch so gesehen stilistisch. Was möchte ich mit den Overheads erreichen? Habe ich jetzt ein Jazz-Trio, dann werde ich wahrscheinlich tatsächlich nur einen relativ niedrigen Low-Cut machen, um so, ich sage jetzt mal, das Gerumpel unten wegzufiltern. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Metal-Band habe, die relativ schnell spielt, dann werde ich relativ viel von den Overheads mir cutten, dass ich wirklich nur die oberen Frequenzen habe, weil da möchte ich alles direkt in the face sozusagen mischen können. Und da gehen mir dann die Overheads bei der Bassdrum und bei der Snare und bei den Toms so ein bisschen im Weg um, sag ich mal. Und da kann das schon passieren, dass ich dann auch ziemlich drastisch abschneide. Also so bei 600 Hertz zum Beispiel. Was man jetzt, wenn man eine Overhead-Spur so anhört mit einem Low-Cut bei 600 Hertz, denkt man, oh Gottes Willen, dann schlägt man so die Hände über dem Kopf zusammen. Und dann aber mit der Mischung aus den Direktsignalen macht es plötzlich so, wow. Das ist dann so dieses 3D-Ding und die Becken und dann habe ich alles sehr punktiert und sehr sauber und nichts verwaschen, was gerade bei einer großen Besetzung schon auch wichtig ist, dass man da, ich nenne es immer gerne, jeder kriegt seinen Platz. Das ist so ein bisschen wie bei Dirty Dancing, das ist mein Tanzbereich und das ist dein Tanzbereich, so ein bisschen ist es dann. Und dann versuche ich das einfach aufgrund mit dem EQ so ein bisschen jedem so seinen Spot zu geben, ja. Das kann auch in anderen Instrumenten stattfinden. Ich drehe da was raus, weil da kommt das andere da und so weiter. Und so ist es da bei den Overheads auch. Und
Ja, und so kann ich leider keine Pauschallösung anbieten im Sinne, sondern es ist für mich extrem wichtig, was macht die Musik, was bietet mir der Schlagzeuger an, wie klingt die Venue, klingt sie zum Beispiel zu trashig, die Venue, dann kann es auch passieren, dass ich bei den Höhen oder bei den oberen Mitten zum Beispiel was rausdrehe, ja, weil die Becken zu knallig sind und denkst so, oh, das ist aber jetzt gar nicht. China sind, so gern wir sie haben, tatsächlich oft so Becken, die echt, die schneiden halt Musik auch mal in Stücke, wenn es passiert, finde ich. Und da muss man immer ein bisschen, finde ich, aufpassen, dass man das nicht... Ja. Ich wollte auch gar nicht eine Pauschallösung vom Equalizer haben, sondern einfach nur wissen, okay, welche Effekte musst du auf jeden Fall, solltest du mit dabei haben und welche braucht man gar nicht. Im Prinzip hast du ja gesagt, Equalizer ist ja ein Muss quasi, wenn es dann nötig ist, vielleicht noch Kompressor und that's it, das war's. Ja. Mehr brauchst du. Du brauchst kein Gate, du brauchst keine Ahnung was. Das ist das Einzige, was am Start ist bei den Overheads. Ja, genau so ist es. Das würde ich so unterschreiben. Außer ich will natürlich Spezialeffekte haben, ja, wenn ich irgendwas, aber ansonsten, wenn ich sage, ich möchte einfach mein Schlagzeug aufnehmen für live oder abnehmen für live, dann Equalizer ist gut und Kompressor, wenn ich eh keine Ahnung habe, wie es funktioniert, ist mein Tipp, lieber die Finger weglassen, man kann nämlich leider viel mehr kaputt machen, als viel mehr schön machen, wenn man keine Ahnung hat. Ja, das ist wirklich, gerade bei Overheads, wenn man die Becken komisch komprimiert, dann sind wir wieder in dem Fraktion oder so. Ja. Und wer möchte bei einem Ding, 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 Ding plötzlich hören? Jazz neu definiert. Aber gar Harry, ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil das ist ja damals mit deinem Sheet so toll angekommen, wenn Timo und ich dich bitten dürften, vielleicht einfach so Grundeinstellung, ganz wichtig. Der Harry kann sich noch so viel die Finger wundschreiben. Es sind immer nur mögliche Einstellungen. Es hat so viel zu tun mit den Räumlichkeiten. Spielt ihr im Studio, spielt ihr in einer Halle, spielt ihr Open Air? Aber so vielleicht so ein paar Grundlagen vielleicht, wenn du die uns nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach nochmal zu Papier bringen würdest. Ich glaube, da wären die dir alle sehr, sehr dankbar für, mein Lieber. Das mache ich total gern. Ich weiß ja nicht, ob wir noch kurz ein Zeitlein haben. Ich würde noch kurz einen Rundown mal machen, dass wir, weil manche Sachen sind auch noch angesprochen worden, auf die wir jetzt nicht eingegangen sind. Ja, perfekt. Dann mach doch mal. Wir halten uns jetzt zurück, werden mal, was wir uns schwerfällt, einfach die Klappe. Das funktioniert schwer. Sagen Bühne frei. Also, ganz kurz zusammengefasst. AB ist die einfachste Methode, Overheads abzunehmen. Eins links, eins rechts. Passt ein bisschen auf, dass die Abstände zueinander stimmen. Wie ich es vorher gesagt habe, 3 feet, 1 feet ist ein guter Startpunkt. 3 Füße auseinander, 1 Fuß von der Soundquelle entfernt. Die nächste, der man auch immer begegnet, ist die XY-Variante. Da muss man einfach, sind zwei Mikrofone an einem Punkt, die 90 Grad zueinander stehen und sozusagen dann das eine guckt nach links und das andere guckt nach rechts und nimmt auch das Schlagzeug in seiner Gänze ab, aber hat zum Beispiel viel, viel, viel weniger Raumanteil, heißt es also viel fokussierter zum Beispiel auf Trommeln. Das wäre zum Beispiel für mich etwas, wo ich sage, das benutze ich gerne, wenn ich Rock-Metal, wenn es wirklich um so Produktionen geht, ich will das eher in the face haben und dann fange ich damit schon an. Und dann mache ich zum Beispiel oft noch eine AB dazu, um möglicherweise die Becken dazu zu schieben, möglicherweise. Oder doch ein klein bisschen Raumanteil, dass ich so eine Art 3D-Effekt habe. Aber XY ist wenig Raum, viel Schlagzeug, sag ich mal. Ja, und das wäre jetzt einfach mal so diese zwei gängigsten. Man kann bestimmt noch nachlesen, aber das kann ja jeder dann nachlesen, was es auch noch gibt. Es gibt noch eine, die ist vom französischen Rundfunk erfunden worden, die nennt sich ORTF-Anordnung. Das kann aber jeder mal nachlesen. Das ist zwar sozusagen eine Kombination aus XY und AB. Also beides, wie heißt es so schön, beides aus den Welten oder das Beste aus beiden Welten, so muss man sagen. Und als vielleicht noch Abschluss, kleinen Tipp. Ich benutze am liebsten als Overhead-Mikrofone, wenn man mal Geld ausgeben möchte, als Großmembran am liebsten C414 von AKG. Das sind meine Lieblingsmikrofone für die Großmembran. Als Kleinmembran benutze ich am allerliebsten AKG C451. Wenn ich die nicht habe, dann nehme ich gerne auch Neumann KM184. Und wenn man mit einem knalligen Raum oder sehr, sehr knalligen Becken arbeiten muss, kennen wir alle, ich sage jetzt mal, ohne es werten zu meinen Anfängerbeckensätze, sind ja oft sehr
trashy, knallig, auch aufgrund ihrer Legierung, würde ich Bändchenmikrofone empfehlen. Das ist ein spezielles Mikrofon, da muss man ein bisschen aufpassen, das ist sehr empfindlich. Und da gibt es zum Beispiel sehr gute, auch zu kleinem Preis. Und das wäre jetzt mal so der Abschluss von mir. Ich habe da noch, ich habe natürlich, Klappe halten klappt irgendwie nicht bei uns, merkst du schon, ne? Passt schon. Was ich benutze, wenn ich Aufnahmen mache, ich habe ja auch zwei Overheads am Start, aber ich benutze die sogenannte Klünz-John-Technik. Was hältst du denn von dieser Technik? Und vielleicht kannst du die auch mal wahrscheinlich deutlich besser erklären, als ich es machen könnte. Für mich ist zum Beispiel die Klünz-Johns-Technik keine klassische Overhead-Mikrofonierung, wegen der Anordnung ja auch. Ja. Das ist eine sehr gute Technik, um zum Beispiel ein Schlagzeug wirklich in seiner Gänze in Natürlichkeit aufzunehmen. Hat aber wirklich, wirklich den Nachteil. Erstens muss der Trommler wissen, was er tut. Und zweitens muss man sehr extrem gut, finde ich, sein Schlagzeug stimmen. Weil wenn das in sich nicht ist, dann fängt man sich ganz schwierige Sachen ein, die man auch hinten raus wieder relativ schwierig korrigieren kann. Drum. Und die ist schon auch nicht ohne Anzug. Du musst ja viel messen, dass die Snare Drum zum einen, zum anderen und die Bass Drum und Dreieck im Dreieck richtig steht und so. Das ist ja alles sehr, sehr kompliziert, sage ich mal, für jemanden, der keine Ahnung hat. Und ihr wolltet ja keep it simple oder wie könnt ihr steigen? Ich würde auf gar keinen Fall jemanden Clint Johns für den Einstieg empfehlen. Da muss man sich wirklich beschäftigen und messen. Ich benutze das so gut wie nicht tatsächlich, weil ich es extrem kompliziert finde auch. So. Ich kriege manchmal dann, wenn die Schüler das sehen, was hast du für eine Mikrofonierung, dann sage ich, es ist eine Overhead-Mikrofonierung, dann sagen die, hey, ist doch nur ein Overhead, das andere steht ja ganz genau woanders. Schon. Man muss vielleicht mal erklären, dass das eine Overhead ist direkt über der Snare-Drum, also punktiert auch Richtung Snare-Drum genau. Platziert und das andere Mikrofon steht rechts bei mir, weil ich ja Rechtshänder bin, beim Standhorn. Genau, und schaut hier über die Schulter platziert, sozusagen. Schaut über die Schulter, auch platziert Richtung, also vom Abstand her genauso wie das Overhead-Mikrofon über der Snare, auch zur Snare hin, aber seitlich kommend, quasi das schräg, besser gesagt. Und die wundern sich immer, dass man da auch von Overhead spricht, natürlich. Aber man muss sehr viel messen, das ist richtig. Also das ist nicht einfach, sagen wir so. Ja. Und dann habe ich noch eine Frage zu der die XY, glaube ich, ne? XY-Technik. Wo platzierst du diese denn? Auch dann über der, weil das die Schlagzeugmitte ist in der meistens von der Anordnung her dann doch die Bassdrum, das heißt da, wo der Schlägel das Bassdrumfell trifft, wenn wir jetzt mal von einer Bassdrum ausgehen, oder platzierst du es dann eher über der Snare-Drum oder so eine Mischung da draus? Also wenn jetzt jemand einfach mal anfangen möchte, wo wäre von dir sagen, geh mal von der Position aus und wie du das dann rückst, hängt natürlich wieder von einigen Sachen ab. Ja, also ich würde tatsächlich, weil ich gehe jetzt mal von meinem Set aus. Ich habe so ein ganz klassisches Set mit einer Hängetom, das right an der Position, wo das zweite Tom ist eigentlich und zwei Crashes rechts und links. Und ich würde jetzt diese beiden Mikrofone tatsächlich auf der Linie zwischen den zwei Becken sozusagen positionieren, also in der Mitte, dass sie wahrscheinlich bei mir relativ centermäßig auf die Bassdrum gucken. So. So würde ich anfangen. Auch hier mache ich so, dass ich, wenn ich sie ausrichte, das eine schaut auf die Schraube von dem einen Crash und das andere schaut auch wieder auf die Schraube von dem anderen Crash. Also ich achte immer ein bisschen auf dieses in der Mitte des Beckens. Und wenn ich den Platz habe, ich habe bei mir zu Hause den Platz nicht, würde ich das am liebsten aber von hinten machen, also diesen Galgen sozusagen über dem Schlagzeuger aufbauen, dass es ihm über den Kopf schaut, dass es so eine Art, wie soll man sagen, Ohren sind. Verlängerung genau. Der Ohren. Ja. Und, aber die Ausrichtung wäre dann ungefähr dasselbe. Also auch wieder auf die Becken schräg gegenüber dem Schlagzeuger. Muss man halt aufpassen, wie wenn er ausholt, dass man hoch genug ist. Und genau, und dann würde ich einfach mal gucken, wie es sich anhört. Natürlich ist es so, wenn ich es jetzt so, wie es bei mir ausrichtet, ist definitiv so, dass die Snare nicht in der Mitte ist. Das kann nicht sein, weil ja meine Mikrofone auch nicht in der Mitte von der Snare stehen, sondern ich habe dann einen relativ echten Stereo-Eindruck meines Schlagzeugs. Sehr direkt, aber sehr echt. Also links ist links und rechts ist rechts und die Snare ist halt dann von vorne gesehen leicht rechts gekippt. Aber natürlich ist es, gibt's da auch Möglichkeiten, die Snare dann sozusagen als Mittelpunkt zu nehmen und dann richte ich's dann auf, dann hast du natürlich, wird die Bassdrum nicht in der Mitte sein und solche Sachen. Aber das ist halt dann so. Ja, das ist, ein Schlagzeug ist ja auch,
nicht, wie soll ich sagen, mittig aufgebaut, dass alle Trommeln in der Mitte sind. Sagen wir es mal so. Also Mono, ich nenne es jetzt mal so, das ist ja nicht kein Mono-Instrument in dem Sinne, sondern es passieren Sachen, die links passieren, es passieren Sachen, die rechts passieren. Und das ist ja das, was wir vorher auch erzählt haben. Wir wollen den Gesamtklang des Schlagzeugs eigentlich einfangen. Und der ist halt nun mal nicht Mono. Wenn ich ihn Mono haben will, nehme ich ein Mikrofon, hänge ihn in die Mitte und gut ist. So, da wäre ich jetzt meine letzte Frage drauf abgezielt tatsächlich. Wenn ich jetzt nicht das Budget habe, vielleicht mir zwei Mikrofone zu leisten, aber ich brauche doch irgendwie mal ein Overhead. Das heißt, du würdest wirklich sagen, ich habe das eine Overhead, das hänge ich jetzt quasi in die Mitte des Drumkits, was auch immer das sein wird. Ja. Und dann habe ich eben vollumfänglich das Set auch mit diesem einem Overhead-Mikrofon irgendwie. Da würde ich ja wahrscheinlich ein bisschen weiter höher gehen mit der Ausrichtung, dass ich einfach sozusagen über dem ganzen Schlagzeug schwebe und wirklich alles mit aufkriege. Weil wenn ich es zu tief habe, dann kann es passieren, dass zum Beispiel eine Seite ausgeblendet ist oder zu leise ist. Dann habe ich, ich würde immer das ein bisschen an der Balance machen. Das ist eigentlich das Ausschlaggebende bei Overhead-Mikrofonen, dass du eine Balance hast, dass es nicht irgendwie das Gefühl hast, dass es rechts oder links gekippt ist. Und ja, genau. Aber das funktioniert natürlich. Beatles, bestes Beispiel. Ja, mega. Oder auch die alten, ich glaube, die alten Motown-Sachen sind alle mit einem Overhead aufgenommen. James Brown und so. Alle mit einem Overhead. Das ist alles ein Overhead. Oft auch tatsächlich ein SM57. So. Einfach stumpf drüber. Drum ist zum Beispiel bei den Aufnahmen auch, dass die Bassdrum leiser ist als die Snare, weil die natürlich viel weiter weg vom Mikrofon ist. Ja, viel weiter weg ist, ne? Wahnsinn. Harry, vielen, vielen lieben Dank mal wieder für diese doch für Timo und mich sehr tiefgründigen Einblicke in die Overhead-Mikrofonierung. Und vielen Dank, dass du bei unserer kleinen Serie mitmachst. Kleine Serie, jetzt sind wir nämlich auch schon wieder ziemlich, wie Timo und ich das schon befürchtet, jetzt haben wir doch schon wieder länger drüber gesprochen, als wir wollten. Wahnsinn für dein Wissen und dass du uns mit Rat und Tat zur Seite stehst. Ich denke mal, wir beide bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir und auch für unsere Zuhörer. Der Harry wird noch ein kleines Spreadsheet machen für euch. Und dann würde ich sagen, Harry, vielen lieben Dank und bis zur nächsten kleinen Miniserie. Und wenn ihr Fragen habt, Fragen an den Podcast bitte stellen in der Facebook-Gruppe. Und wir werden das Ganze dann mit dem Harry diskutieren und auseinanderklamüsern. Vielen lieben Dank und bis bald. Vielen lieben Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Macht es gut. Tschüss zusammen. Ja, vielen lieben Dank, Harry, für die wie immer ausführliche Erklärung, wie Mikrofonierung und in diesem Falle besonders die Overhead-Mikrofonierung funktioniert. Und ganz wichtig an euch da draußen, wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, wir wollen, Timo und ich, wir wollen eine kleine Serie daraus machen. Das heißt, alles so mit Fragen, die es um Live-Mikrofonierung, Studio-Mikrofonierung, warum, wieso, weshalb, EQ, Kompressor, Filter, was auch immer. Ihr seid gefragt, das Ganze mit zu steuern. Das heißt, wenn ihr Fragen habt dazu, bitte lasst sie uns kommen. Und jetzt kommt der Timo ins Spiel. Die Fragen bitte zukommen lassen an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Und da kann ich auch doch gleich ergänzen, wenn ihr die PDFs haben wollt, dann schreibt uns bitte auch direkt eine E-Mail an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Obwohl Dirk und ich ja auch demnächst Großes planen. Richtig. Aber im Moment müsst ihr, wenn ihr eben die PDFs erhalten möchtet, die der Harry uns ja auch netterweise zur Verfügung stellt, es gibt ja schon eins von Folge 87, dann müsst ihr uns eine E-Mail schreiben und dann schicke ich euch das PDF per E-Mail zurück. Also, macht mit, nur so kann es interessant für euch sein und besonders nur so können eure Fragen durch uns beantwortet werden. Seit langem haben wir mal wieder etwas im Gearcheck und der Dirk hat eine Fame Copper Snare Drum mit Diecast Hoops bekommen und wie ich finde mal wieder zu einem unfassbaren günstigen Preis. Da wird der Dirk uns bestimmt einiges zu berichten und dann ist nämlich die Frage, die der Dirk uns bestimmt im Gearcheck beantwortet. Ja, für diesen Preis, was ist mit den Fellen, was ist mit dem Teppich, wie ist die verarbeitet? Ich meine, der Klang ist ja auch natürlich nicht, der ist natürlich auch wichtig, aber ich glaube, dass der Klang sowieso schon gut wird. Aber wie ist der Rest da dran? Wo kommt dieser günstige Preis her? Vielleicht gibt es eine Erklärung für, vielleicht gibt es auch keine Erklärung für und es ist einfach ein günstiger Preis und man bekommt das rundum sorglos Paket. Aber ich freue mich sehr auf diesen Test, denn eine Copper Snare Drum fehlt auch noch in meiner Snare Drum Sammlung, wo ich mir sicher bin, dass der Dirk bestimmt schon, wie ich ihn kenne, so 20 bis 30 Copper Snare Drums in seinen Regalen hat und er hat so viele Snare Drums, er weiß schon gar nicht mehr, was er alles hat.
weil er schüttelt gerade vehement den Kopf. Ich glaube, irgendwo im hintersten Bunkerloch unter deiner Villa. Unter meiner Villa. liegen ein paar Schätze noch. Sehr schön, sehr schön. Nee, ich habe tatsächlich nur eine Kupfersnare. Und das wäre jetzt, also, aber ganz wichtig auch, ihr lieben Leute da draußen, die Instrumente müssen wir wieder abgeben. Die dürfen wir leider nicht behalten. Das Reference-Set hätte ich gerne auch behalten. Ich möchte mal kurz auch dazu was sagen. Vielleicht erinnert ihr euch, dass ich vor ewigen Folgen, es ist schon lange her, diesen X-Groove-Rimclick hatte. Ja. Selbst den muss ich zurückgeben. Das hat mich echt irritiert. Also, was wir noch nicht zurückgegeben haben, ist, aber wir haben auch eigentlich noch nicht viele getestet, ne? So Schlagzeugstücke, aber da würde mich auch nicht, wenn man sagt, ja, schick mal die Stöcke wieder zurück. Hast du die Fälle benutzt? Ja, schick mal wieder her. Also, müssen wirklich alles zurückschicken, wie ihr merkt. Alles. Ja. Ja, wir dürfen leider nichts behalten. Nein. Das ist auch okay so, aber das ist dann manchmal, wie du sagst, bei so kleinen Artikeln, das hatten wir ja wirklich auch schon, wo wir das dann echt alles zurückschicken müssen. Ganz wichtig, das ist einfach so eine Randbemerkung an euch, weil die Frage kommt dann immer, boah toll, ey, du darfst dann die Sachen, nee, ich darf die testen, das ist auch schön, aber dann gehen sie zurück. So, jetzt ja, aber. Ja, warte, da möchte ich auch noch was zu sagen. Also auch noch weil was. Weil ich muss wenn wir die Sachen bei YouTube hochladen und so weiter, müssen wir eigentlich ja auch immer hinschreiben, enthält bezahlte Werbung. Das seht ihr bei uns nicht, weil wir nicht bezahlt werden. Werden. Das heißt, die Firmen schicken uns zwar was, aber da wir es nicht behalten dürfen, ist es keine bezahlte Werbung. Das ist ganz wichtig. Genau. Wir kriegen auch kein Geld oder es gibt irgendwie nicht ein Konto, wohin überwiesen wird oder wir lassen irgendwie eine schwarze Kasse rumgehen, wo was reingefüllt wird. Nein, wir sind wirklich neutral und kriegen das Zeug, schicken es zurück. Deswegen ist unser Podcast enthält dann keine bezahlte Werbung. Ganz, ganz wichtig. Also nicht, wenn ihr euch wundert und sagt, nee, wir wollen den beiden jetzt mal ans Bein pinkeln, ne, weil die machen da was nicht richtig. Doch, wir halten uns an alle Regeln des Social-Media-Daseins. Absolutely. So, Dirk, aber jetzt darfst du loslegen. Also diese Snare-Drum, wie gesagt, die wurde uns aus dem Hause Music Store Köln zur Verfügung gestellt von der Drumabteilung von der Firma Fame. Es ist eine 14x6,5 und die genaue Bezeichnung ist FSC-65. Die 65 steht für 6,5 Zoll und ist in Kupfer gebürstet, hat 1,2 mm Wandstärke, Diecast Hoops, 10 Spannschrauben und der aktuelle Verkaufspreis im Laden liegt bei sage und schreibe für so ein Instrument 219 Euro. Ist unfassbar, weil die ich habe, da bist du beim, boah, da, ja, da bist du bei ganz viel mehr. Hängende Null dran. Absolut, nämlich, so ist es. Und ich glaube, da kommst du noch nicht mal mit hin, wenn ich ehrlich bin. Und wunderbares Instrument. Die Abhebung ist sehr einfach gehalten. Funktioniert aber tadellos, obwohl ich tatsächlich ein Fan bin von einer Abhebung, die auf beiden Seiten justierbar ist. Dann habe ich immer noch ein bisschen Möglichkeiten, die Tightness oder die Straffheit des Teppichs auf beiden Seiten mehr zu justieren. Da bin ich ein großer Fan von. Auch wenn es einfach ist. Also die ist da wirklich ganz, ganz einfach gehalten. Fälle sind die typischen Fame-China-Fälle, sage ich mal. Und da, wie gesagt, die funktionieren, wenn ihr da ein bisschen Geld noch in die Hand nehmt auf Remo-Fälle, Code-Fälle, Evans oder was auch immer. Ihr könnt den Sound der Snare jetzt schon vorab unheimlich erweitern und nochmal in neue Sphären locken. Weil die Snare ist zu dem Preis, ich finde es ein unfassbar Killer-Preis. Und wie gesagt, ich habe jetzt so einige Snares schon testen dürfen. Das ist wirklich der Knaller. Also ich bin da jedes Mal überrascht. Ich habe die Snares in einer tiefen, mittleren und hohen Stimmung getestet und habe hinterher nochmal in diesen gleichen Stimmungen einen Song damit gemacht. Bei den Songs habe ich die Snare so ein bisschen studiomäßig, ein bisschen, nicht viel, ein bisschen bearbeitet, ein bisschen Kompressor, ein bisschen Hall drauf, einfach, weil ich fand, so spielt man ja im Studio schließlich auch die Snare oder auch live, dann kommt ja doch noch Hall da drauf. Von daher fand ich das jetzt auch nicht so schlimm. Das Wichtigste für euch ist, geht einfach mal zum Store rein, testet die Snares auch wenn der Name so ein bisschen, vielleicht erstmal immer so ein bisschen, boah, kann man das machen? Der mag vielleicht abschrecken, aber die Instrumente sind von der Verarbeitungsart und Weise wirklich Chapeau.
wie gesagt, nochmals, ich weiß nicht, ob ich das so gut finden soll gegenüber unseren ganzen Kaspenherstellern, was man natürlich auch nicht vergleichen kann. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das mal so gut finden sollte, dass solche Instrumente doch so günstig sind. Aber es ist toll, dass das angeboten wird. Und letztendlich müsst ihr es selber entscheiden. Jetzt habe ich auch genug gelabert. Hören wir in den Test rein. Bam. Hört ihr die Snare mit einer mittleren Stimmung. Ihr die Snare Drum in einer hohen Stimmung. Das ist die Stimmung, die mir persönlich am besten eigentlich gefällt, weil da kommt dieser bauchige, erdige, warme Klang der Kupfersnare unheimlich toll zur Geltung und hat auch nicht so aggressive Obertöne wie zum Beispiel jetzt eine Stahlsnare oder eine Messingsnare. Also das finde ich an Kupfer immer ganz, ganz toll. Du kannst den Teppich ruhig hochziehen, das würde auch noch viel, viel mehr gehen. Aber du hast da immer schöne Obertöne, die eigentlich für mich nie nervig sind. Das ist natürlich immer persönliche Geschmackssache. Hören wir da doch mal rein. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick davon bekommen, was diese Snare so leisten kann. Jetzt kommt nochmal die Song-Version dazu. Und ganz wichtig, ich bin bestimmt kein Fan von den Snare-Drum-Fällen und den Spiralteppichen von Fame. Und wenn ihr da nochmal ein bisschen Geld in die Hand nehmt und nochmal ordentliche Fälle von Remo, Code Drummans, Evans oder so euch zulegt oder einen vernünftigen Spiralteppich von Pearl, Sonor, wovon auch immer, ihr wertet die Snare-Drum und den Klangcharakter der Snare unheimlich auf. Sie ist unfassbar toll verarbeitet. Ich finde, hat einen mega Look. Und ja, wie gesagt, die Snare-Drum ist für mich absolut die Krönung.
Uns erreichten netterweise über unsere E-Mail-Adresse schlagabtauschpodcast@gmail.com zwei Feedbacks, die ich gerne verlesen möchte, die auch etwas ausführlicher sind. Aber ja, euer Feedback soll ja bei uns Gehör bekommen und deswegen starte ich mit Hörerfeedback Nummer 1. Es wird da bin ich jetzt mal gespannt, weil ganz wichtig, ihr Lieben da draußen, ich weiß zum großen Teil nicht, was kommt. Der Dirk weiß nie, was kommt beim Hörerfeedback. Verrat doch nie alles. Doch, das müssen wir schon sagen. Der Dirk ist immer so, und deswegen finde ich das ja geil, dass jetzt eigentlich schade, dass es kein Videopodcast ist, weil manchmal fällt der Dirk wirklich die Kinnlade komplett runter. Aber oder sieht sehr überrascht aus und manchmal sehr verwundert oder heute ja eh verwirrt. Das Thema hatten wir ja schon. Also der Dirk, also du wirst dich drüber freuen, das sage ich jetzt mal so. Okay, das ist cool. Freuen. Also wir haben diesmal wirklich durchweg nur Positives. Der Helmut schreibt uns: Lieber Dirk, lieber Timo, ich bin leider erst seit dem Aus von Drums and Percussion auf euren Podcast gekommen und höre euch seither regelmäßig. Um ehrlich zu sein, ihr seid auch der erste und bisher einzige Podcast, den ich überhaupt höre. Ich war sehr lange Abonnent von Drums and Percussion, schätze mal mindestens 25 Jahre und habe gefühlt eine halbe Tonne der Ausgaben zu Hause. Nachdem ihr ja in letzter Zeit auch negative Kritik einstecken musstet, möchte ich heute gerne meine positive Kritik loswerden. Wie ich finde, seid ihr ein würdiger und wichtiger Nachfolger von Drums and Percussion. Klar, könnt ihr nicht so viel Neues vorstellen, wie es in meinem Heft war, aber ich freue mich als Equipment-Nerd, um es mit euren Worten auszudrücken, immer sehr darüber. Im Gegensatz zu dem einen oder anderen eurer Kritiker, liebe ich auch die Geschichten von Profi-Drummern, wie sie dazu gekommen sind und warum und welchen Weg sie genommen haben. Natürlich möchte ich auch die Geschichte von Timo hören. Anmerkung der Redaktion, das ist ja schon passiert. In meinen Anfängen, schreibt Helmut weiter, hatte ich mit meiner ersten Band vor circa 40 Jahren ja auch, wie wohl viele, den Traum vom Profi und so weiter. Da ist allerdings nie etwas draus geworden. Wir hatten ja damals nix. Lachgesicht. Ich bin aber trotzdem Drummer mit Liebe und Leidenschaft geworden und spiele immer wieder mit großer Freude den ein oder anderen Gig. Außerdem muss mein Equipment immer wieder mal abgegradet werden, vor allem aber ergänzt, und ich finde doch immer wieder neue Sachen, die mir Spaß machen. Es sammelt sich halt so einiges an. Dafür sind natürlich Infos über Neues unverzichtbar, also bitte macht weiter so, ich verstehe euch. Ein Anliegen habe ich noch. In Folge 87 habt ihr den Harry Schubauer gebeten, ein Sheet zu erstellen, das so die Standardfrequenzen für das Abmischen von Drums erklärt. Gibt es das schon irgendwo? Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Wenn nicht, nehmt doch diese Mail gerne als Feedback. Ich könnte so etwas tatsächlich sehr gut gebrauchen und bin mir sicher, dass ich da nicht alleine bin. Anmerkung der Redaktion, wir haben heute schon drüber gesprochen. Das Sheet bekommst du natürlich von mir zugeschickt, lieber Helmut. Und demnächst haben wir doch einiges in der Mache. Aber jetzt, wie gesagt, schreibt uns noch eine E-Mail an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Dann schicke ich euch das Sheet zu. Der Helmut schreibt weiter: Mein Wissen darüber ist leider sehr begrenzt. Bei uns in der ab und zu mal auftretenden Band bin ich auch der Einzige, der ein bisschen diffuses Halbwissen übers Abmischen hat und der deswegen auch immer wieder das machen muss. Interessanterweise bringe ich als Drummer, der sich sowieso schon immer abschleppen muss, auch die kleine PA in die Band mit ein. Ist das wohl normal? Fragt der Helmut. Ich bin schon froh, dass unser Gitarrist auch ein wenig Schlagzeug spielen kann, sodass ich es so einigermaßen abmischen kann, zumindest bei den Gigs, wo man es braucht. Da wäre ich über eine solche Hilfe über die richtigen Frequenzen sehr dankbar. Das wäre echt super. Ach ja, Dirk, solltest du mal in der Nähe von Würzburg Hardware für einen Gig benötigen, sag Bescheid. Aber zum Trost, ich habe kürzlich zu einer Probe meine Becken vergessen. Wir sind in etwa dieselbe Altersgruppe. Viele liebe Grüße aus Würzburg, Helmut. Helmut, mega. Danke erstmal, dass du geschrieben hast. Danke für deine Story. Und was ich auch super nachempfinden kann, ich glaube, der Timo auch, es sammelt sich eine Menge Zeug an, weil bei mir ist das so, wenn ich in einen Trommelladen reingehe oder Percussionladen oder was auch immer, Musikladen, ich habe den leider noch nie ohne etwas verlassen. Ist egal, wo ich auf der Welt bin, irgendwas habe ich irgendwie immer gekauft. Und ganz ehrlich, Helmut, ich glaube, solange das noch da ist, oder diese Begeisterung, auch immer etwas Neues auszutesten, auszuprobieren, ist, glaube ich, alles richtig. Ich glaube, wenn ich diese Begeisterung nicht mehr habe und ich gehe in einen Musikladen rein und bin da nicht wie ein kleines Kind in so einem Candy Store, ich glaube, dann sollte ich mir Gedanken machen und mit dem Trommeln aufhören. Aber leider ist es auch für den Geldbeutel bisher immer das Gegenteil, dass ich
mit etwas Kleinem und manchmal auch leider mit etwas Großem aus diesem Laden wieder herausgeht. Sie so snared Rams, aber ja, ist halt wie es ist. Helmut, mega Dank, dass du dich gemeldet hast. Vielen lieben Dank. Aber ich finde auch super, Dirk, du brauchst nämlich gar keine Hardware mitzunehmen, weil du baust ja so langsam Netzwerk genau, deutschlandweit auf. Stimmt, du sagst, ey, Helmut. Meine Hardware, ich komme, ist mir eh zu viel Geschleppe. Ich bin jetzt in der Gegend von Würzburg, komm, rufst mal den Helmut an. Oder ich bin in der Gegend von Essen, rufst mal den Christian an. Also du machst das schon clever, muss ich sagen. Oh, das sag ich nicht. Du bist quasi für mich schon der Hardware-Pate. Der Hardware-Pate. Ey, wir machen genau nicht Rent a Friend, das, sondern Rent a Hardware machen wir. Okay, neue Geschäftsidee. Sehr gut. Ja. Oh, geil. Und noch was anderes, lieber Helmut. Du schreibst ja wegen, dass wir nicht so viel News veröffentlichen können. Wir müssen natürlich auch dazu sagen, die Trumps Percussion kam alle 2 Monate und wir kommen ja mittlerweile mit dem Ticker jede Woche. Ich glaube, dass wir in der Summe mindestens genauso viele News raushauen, wie in der Trumps Percussion gestanden hat. Man könnte es natürlich mal nachrechnen, aber ich glaube, der Ticker ist auch echt eine gute Unterstützung. Der letzte Woche raus, hat ja, glaube ich, 1-2 Veranstaltungen, 2 Firmen-News, 1 Bucherscheinung. Also es sind mindestens schon 6 News drin. Und wenn wir das so durchziehen, mal auf wirklich 8 Wochen hochgerechnet, dann sind das eine Menge News mit dem Podcast zusammen. Also ich glaube, dass wir da uns nicht verstecken müssen. Aber wie gesagt, vielen lieben Dank, lieber Helmut. Ganz, ganz großartig, dass du uns so eine lange E-Mail geschrieben hast und dein positives Feedback nehmen wir sehr gerne entgegen. Also ich finde es mega. Ich freue mich total. Das ist Wahnsinns-Feedback. Wahnsinn. Freue ich mich drüber. Uns erreicht ja, wie gesagt, auch ein 2. Hörer-Feedback und das von unserem treuen Hörer, dem Oliver oder auch kurz Olli genannt. Der Olli schreibt uns erneut, er hat uns schon öfters geschrieben. Hallo, meine Lieblingspodcaster, gottgleiches Schlagzeuggesprächsduo, Drummer mit den schönsten Haarprachten nördlich der Alpen. So, was soll man dem hinzufügen? Also das reicht auch schon eigentlich, oder? Sehr geil, Olli. Mega. Es geht allerdings noch weiter. Obwohl ich gottgleiches Schlagzeuggesprächs du auch schon sehr, sehr schön finde. Also, Olli schreibt uns auf jeden Fall weiter. Ich habe schon lange nichts mehr von mir hören lassen. Der Sommer kam und dazu einige Konzerte und eine kleine Tour. Wahrscheinlich fragt ihr euch, wer mich freiwillig mitspielen lässt. Nein, das fragen wir uns nicht. Ich mich auch? Nein, das solltest du auch nicht tun. Nur Gott weiß vermutlich warum. Haha. Ja gut, da wir ja gottgleich sind, Olli, mach dir keine Gedanken. Das hat alles seine Richtigkeit. Aber, schreibt der Olli weiter, dafür konnte ich euch leider nicht regelmäßig hören. Ich weiß, Schande über mich. Steigt mich oder verbietet mir das weitere Hören. Auch das werden wir auf keinen Fall tun. Aber lasst mich leben. Bin ja eh schon damit bestraft, dass ich immer nur ganz hinten sitze und anderen Menschen beim Status quo Gitarren wackeln auf den Po schauen muss. Geht euch ja nicht anders. Aber ich schreibe nicht nur, um euch voll zu labern. Nein, ich habe, und jetzt bitte ein kleines Lob, die letzten Tage alle Folgen nachgeholt und wollte dazu natürlich noch ein paar Kommentare abgeben. Yeah. Also auch dazu mal kurz Anmerkung der Redaktion. Hammer. Ich meine, unser Podcast ist ja jetzt nicht einer, den man in 10 Minuten durchgehört hat. Fetten Respekt, lieber Olli, fetten Respekt. Es geht weiter in seinem Feedback. Es geht los mit der Folge, als ihr über Meatloaf geredet habt. Ich finde I Do Anything ebenfalls sehr cool getrommelt und toll arrangiert, so wie ganz viele Meatloaf-Stücke übrigens. Bin ja ein großer Kenny Aronoff-Fan, war schon auf ein paar Workshops von ihm, toller Mensch mit einer coolen und powervollen Art zu trommeln. Wusste bis dato aber nicht, dass er I Do Anything eingespielt hat. Ja, ich damals ja auch nicht. Sein Buch liegt zu Hause, aber ich komme einfach nicht zum Lesen. Wieder was gelernt und ihr habt eure pädagogische Aufgabe erfüllt. Die ganze damalige Folge mit Michael Ehre war toll, aufgrund dessen ich mir mal Gamma Ray in Ruhe angehört habe. Geht das überhaupt, Gamma Ray in Ruhe anhören? Aber okay. Coole Band und ein super sympathischer Drummer. Finde ich top, was ihr für Leute bei euch habt, die ich so nie wahrgenommen hätte. Und dann waren da noch die beiden Folgen, denen ihr was von euch erzählt habt. Klasse. Dirk hätte ich zum Beispiel nie in einem Blasorchester zugeordnet.
habe ich übrigens auch lange gespielt. Ebenfalls ein Hoch auf die Fanfarenzüge Grins. Da habe ich ihm was voraus, weil ich schon mal in einem die Landknechtstrommel schlagen durfte. Timo, deine Folge habe ich ja mega gefeiert. Dirk kommentiert immer, das war bei mir aber viel, viel später. Naja, mal so unter uns, will da ja nichts heraufbeschwören, aber kann das vielleicht sein, weil du, Dirk, doch ein wenig älter bist als Timo. Haha. Ha, 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 ha. Ja, das Thema hatten wir heute auch schon mit dem Verwirrt, ne? So, genug gesagt. Ich freue mich auf die nächste Folge und nochmal ein Riesendanke, dass ihr uns, die Drummer-Community, mit allen Infos, News und coolen Interviews versorgt. Liebe Grüße von dem euch ergeben, Olli. PS. Oh, okay. Coffee to go ist ein deutscher Begriff. Sonst heißt das for to take away, oder? Die Diskussion hatten wir ja auch. Als ich irgendwie Coffee, oder wir hatten ja, was hatten wir jetzt genannt, die Solges? Heights to go, genau. Ja, genau. Also auch genau. Wieder interessant, die Diskussion geht weiter, ein never ending story. Nach Italien, das hatte ich gesagt, braucht man doch kein Navi, alle deutschen Autobahnen Richtung Süden enden dort. Das habe ich jetzt, ich habe keinen Faktencheck gemacht, aber ich wage auch trotzdem das leicht zu bezweifeln, dass alle Autobahnen in Italien enden, weil ich bin auch bis Kroatien gekommen auf einer Autobahn. MTV ist seit kurzem am Start, sagte Timo mit 14 Jahren. Das war 1991, das ist soweit korrekt. Da war MTV aber schon 10 Jahre alt. Okay, das wusste ich jetzt auch nicht. Also für mich war es neu, weil ich hatte halt erst Kabelanschluss. Und da war es für mich neu. Also für mich war es neu mit 14 Jahren. Auch wenn MTV da schon, nicht volljährig, aber schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatte. Und dann schreibt er noch zum Schluss, Klugscheißer aus. Mit freundlichen Grüßen, kind regards, Oliver. Mega, mega. Ey, Olli, du hast ja, da musst du ja, da muss der Podcast ja in Dauerschleife bei dir gelaufen sein. Wie der Timo schon sagte, wir sind ja jetzt nicht gerade in 10 Minuten abzufrühstücken. Vielen lieben Dank dafür, dass du dich immer wieder mit einbringst. Ich find's mega und auch die Parallelen, ja, ist ja auch wieder interessant. Mit dem Älterwerden, ja, wenn wir uns da kennenlernen, dann unterhalten wir uns da nochmal drüber, ne? Das ist jetzt so ein Ding, da müssen wir nochmal sehen. Nein, ich find's wirklich, wirklich mega, klasse, danke. Wie gesagt, an alle, an euch, die ihr überhaupt unseren Podcast hören. Ich glaube, Timo und ich, wir beide sind euch, wir beiden sind euch so dankbar dafür, weil ohne euch wird das Ganze ja hier keinen Sinn machen. Wir machen das für euch, für uns als Selbsttherapie wahrscheinlich. Definitiv. Dass es kein Tram-Magazin mehr gibt bei uns. Und von daher mega vielen, vielen lieben Dank für deine Stories. Ich finde es mega klasse. Und dann erwähne ich auch nochmal, wenn ihr Feedback, Kritik oder sonstiges loswerden möchtet, wie der Oliver oder der Helmut, schreibt uns eine E-Mail an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Ihr wisst, wir nehmen nicht nur die positiven Sachen auf, sondern wir diskutieren auch Kritiken hier öffentlich aus. Und ich glaube, das ist auch etwas, was uns ausmacht und wo wir transparent sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, die 97. Folge nähert sich auch so langsam dem Ende, aber ihr kennt es von uns und es ist, glaube ich, immer die gleiche Anmoderation, fällt mir gerade mal so auf. Ja. Nicht ohne, dass wir die Chefkoch-Empfehlung der Woche loswerden wollen. Und da es ja heute um Tontechnik ging, mache ich jetzt einfach mal mit Tontechnik weiter, mehr oder weniger zumindest. Denn ich empfehle heute etwas für alle E-Drummer dort draußen. Aha. Und das ist eine DI-Box. So, ah, es wird sehr, also für die, die damit gar nichts anfangen können, ich erkläre es gleich mal ganz kurz. Ich empfehle die DI-Box von Parma PAN04. Erstmal für alle, die jetzt denken, eine DI-Box? Ich kenne nur Boxen zu verschicken von Paketen. Eine DI-Box hilft dabei, die Signalqualität zu verbessern und die Übertragung in ein Audiosystem zu erleichtern. So, das ist erstmal so grundsätzlich. Ich komme gleich zu ein paar Details vielleicht. Also, ich habe mir die Parma PAN04 gekauft. Es ist eine passive DI-Box mit einem Groundlift. Und passiv bedeutet, dass sie eben ohne externe Stromquelle auskommt. Und ein Groundlift ist besonders nützlich, wenn mehrere Geräte an unterschiedlichen Stromkreisen angeschlossen sind und trotzdem miteinander verbunden werden müssen. Und der Groundlift trennt dann die Erdverbindung, ich bin ja auch kein Techniker, habe ich mir alles nur ergoogelt, zwischen der Signalquelle und dem nachfolgenden Gerät, um unschön, und dafür ist die iBox nämlich besonders wichtig, um schöne Brummschleifen zu vermeiden.
Also um unschöne Brummschleifen zu vermeiden, so muss man es richtig sagen, nicht um schöne Brummschleifen zu bekommen, sondern um schöne Brummschleifen, ich habe immer noch nicht gereicht. Also nochmal, liebe Leute, um unschöne Brummschleifen zu vermeiden. Dafür ist die iBox gedacht. Und die ich mir gekauft habe, ist nämlich, das fand ich super praktisch, sie ist zweikanalig, ist also eine Stereo, die iBox. Und wenn ich ein E-Schlagzeug habe, gehe ich in der Regel mit zwei Klinken aus meinem E-Drum-Set heraus und müsste normalerweise in ein Mischpult gehen. Und dann habe ich oft eben so Brummschleifen drin. Das heißt, irgendwas fiepst, brummt. Und die iBox kann das einfach schon mal zumindest, vielleicht nicht grundsätzlich, aber deutlich entstören und das ein bisschen entschärfen, sag ich mal. Ja. Das heißt, ich gehe da nicht in das Mischpult rein, sondern ich gehe mit meinen Klinkenkabeln in die DI-Box, mit meinen zwei Klinkenkabeln, die ja aus meinem Gerät rauskommen, und gehe dann mit zwei XLR-Kabeln aus der DI-Box raus in das entsprechende entweder Mischpult oder in die Stagebox oder was auch immer dann da rumliegt und habe dadurch eben ein unsymmetrisches Signal in ein symmetrisches Signal umgewandelt und das ist einfach deutlich besser, um eben Audioübertragung auf professioneller Ebene stattfinden zu lassen. Und deswegen empfehle ich diese DI-Box, weil es eben eine Stereo-DI-Box ist und die hat mich geschmeidige 85 Euro gekostet. Ganz ehrlich, die 85 Euro würde ich tatsächlich auch ausgeben. Ich würde nicht darunter gehen. Bei DI-Boxen ist es tatsächlich so, greift wirklich ein bisschen tiefer in die Tasche, nimmt nicht das günstigste nach meiner Meinung und brummen könnt ihr eigentlich daher, wenn man in den Proberaum häufig reingeht, die Gitarristen schalten die Verstärker ein und ihr macht das Licht, dann hat man schon so und um dieses Brummen zu eliminieren ist eigentlich, besonders über die PA, ist eigentlich diese sogenannte DI-Box da. Also quasi direkt, dass ihr das Signal direkt nochmal weiterleitet. Und von daher, ja, Megatipp, Timo, gerade für E-Drama sollte man eigentlich selber am Start haben. Tatsächlich, ja. Bei großen Festivals, klar, die sind da vor Ort, aber ihr selber, das sind gute 85 Euro, die sehr, sehr gut investiert sind. Megatipp. Das war der Grund, warum ich mal organisiert habe, weil ganz oft komme ich in Situationen, wo ich sage, habt ihr die iBox und heißt es, nö, haben wir nicht. Das war ich irgendwann so leid, dass ich sage, nee, komm, jetzt nutzt nix, bring das Ding selbst mit, hast du weniger Stress an der Backe. Ja. Megatipp. Astrein. Ich habe was ganz anderes. Habe ich mir fast gedacht. Ich bin fast sportlich. Nein. Doch. Gut, dass ich sitze. Sonst wäre ich jetzt umgefallen. Ja, absolut. Jetzt kommen wir wieder auf mein Alter zu sprechen. Und zwar, ey, das Witzige, ich habe Benny Greb vor kurzem genau diesen Satz sagen hören. Bei irgendeinem kleinen Snippet bei Insta war es, meine ich, wo er sagt, und das ist auch der Grund, warum ich mir das geholt habe, er sagt, man wird so gar nicht mehr so ganz flexibel, stretchy, das heißt, die Muskeln sind nicht mehr ganz so locker, man wird ein bisschen steifer und er möchte gern sich viel mehr stretchen eigentlich und achtet jetzt darauf, dass er sein Körper viel mehr am Stretchen ist, dass die Wirbelsäule gerade gerichtet wird, Halswirbelsäule, gerade von Strommler, Lendenwirbelsäule etc., das mal richtig. Und da habe ich mir etwas zugelegt, man kann das selber bauen, ich habe es mir teuer gekauft natürlich. Wie soll es sein? Und zwar heißt das Ding, der Timo sieht das gerade, Flex Buddy. Das kann man sich wirklich selber machen. Ihr müsst das vorstellen, das sind zwei Holzstäbe, die beide verbunden sind mit einer sehr starken Schnur oder mit einem... das ist ein Band, ja? Mit einem Band ist es eigentlich... Aus welchem Material ist denn das Band? Ist das ein Gummiband? Oder ist das... aus Leimweben aus? Ein sehr hartes Band. Und was du machst, quasi du zum Beispiel, um die Wirbelsäule gerade aufzurichten, das merke ich tatsächlich im Alter, oder wenn wir als Trommler viel sitzen, ein langer Unterrichtstag war und wie gesagt, ich war selber völlig geplättet, als Benny Grip genau das Gleiche, nämlich sagt wie ich habe das Gefühl, man sitzt die ganze Zeit viel und die Wirbel verschieben sich irgendwie, dass man einmal mal wieder richtig gestretched wird und du setzt dich quasi hin und nimmst das eine Ende zwischen deine Füße und richtest dich dann mit dem anderen Ende, richtest die Wirbelsäule auf, bis du ganz gerade bist, dass das mal einmal richtig gestretcht wird. Da gibt's verschiedene Übungen dafür. Das habe ich mir zugelegt. War nicht ganz billig. Ich dachte, für die Gesundheit ist das gut.
Und das unterm Kopfkissen zu haben und nicht zu benutzen, ist noch besser für 40 Euro. Nein, ich versuche das relativ regelmäßig zu machen. Manchmal breche ich das aber auch. Aber es hat mir echt schon so mal einmal, das, kennt ihr das nach dem Spielen oder nach dem Timo, nach dem Unterrichten, wo du einfach denkst, boah, deine Knochen, jetzt hast du schief gesessen oder du hast dich ein bisschen komisch bewegt mal. Und damit habe ich echt das Gefühl gehabt, dass ich echt wieder gerade zu einer Hüfte beweglicher geworden bin, dass die Wirbel mal alle auseinandergezogen worden sind, mal wieder da sind, wo sie eigentlich sein sollen. Und hört sich doof an, ihr mit 20 könnt alle weghören, alle ab 30 hören jetzt zu. Und fand ich für mich Flexbody, irgendwie Stretching made easy. Glaub tatsächlich ein bisschen da dran und hat mir auch schon geholfen. Und ich bin jetzt, das sind so 5 Minuten am Tag, reicht da. Ja, man soll ja den Sport auch nicht übertreiben. Ich meine, klar, man kann natürlich, auch da ist vielleicht nicht unbedingt... Man wird ja auch älter, ne? Mehr ist mehr, nein, aber ich mache ja auch ein bisschen Sport und ich versuche auch jeden Tag so 10 bis 15 Minuten nur zu machen und das hilft ja, das bringt ja schon was, ne? Das bringt ja schon was. Absolut und gerade, wie gesagt, dieses Stretchen, wo ich echt das Gefühl habe, dass man einfach nicht mehr so flexibel ist, so stretchy ist und alles so, dass das einfach so ein bisschen alles wieder... aufeinander eingespielt ist. Also wenn es in die Gesundheit investiert ist, ist es gut angelegtes Geld. Ja, absolut. Meine Empfehlung der Woche. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's dann mit der 97. Ausgabe des Schlagabtausch-Podcasts. Wenn ihr Fragen, Kritiken, Anregungen habt, eben wie unsere Hörer Helmut und Olli, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Dort erreicht ihr uns direkt. Wir antworten auch in der Regel zeitnah. Zeitnah kann aber bedeuten, nicht innerhalb der nächsten 2 Sekunden. Sondern es kann auch schon mal ein Tag oder zwei dazwischen liegen, je nachdem auch wie busy wir beide sind natürlich. Ihr erreicht uns aber auch über unsere Social Media Kanäle, das kennt ihr schon alles. Ich versuche mal eine andere Abschlussmoderation heute zu finden, als die ich sonst immer mache. Ich versuche da mal zum Schluss auch nett zum Dirk zu sein. Dirk, du hast ja, obwohl du heute erst so verwirrt warst, hast du ja ganz gut durch die Folge durchgeschafft, muss ich sagen, auch für dein Alter. War das ganz in Ordnung soweit? Und damit du ja auch jetzt nochmal entsprechend gewürdigt wirst, darfst du das Schlusswort auch dann sprechen zum Ende des 97. Podcasts. Jetzt ist er beleidigt. Nein. Nein, es war wie immer der Knaller mit dir, Timo. Nein, ihr Lieben da draußen. Also, Stretchen ist wichtig. Ihr habt es heute von mir vernommen, vom Timo auch. War eine sehr, sehr interessante Folge. Auch wieder viel gelernt beim Harry. Und von daher freue ich mich, dass er hin und wieder uns Rede und Antwort stehen will. Wenn ihr Fragen habt dazu, meldet euch. Ansonsten, der Sommer neigt sich doch zu Ende. Es wird kälter abends. Zieht euch wieder warm an. Holt euch keinen Schnupfen. Das geht auch im Moment wieder rum wie sonst was. Passt auf euch auf. Und ich würde sagen, bis in 14 Tagen. Euer Podcast-Team. Dirk und Timo. Tschüss.